Der Ramadan ist ein besonderer Monat. Er ist nicht wie andere Monate. Das Jahr hat 12 Monate und in 11 davon können wir es uns gut gehen lassen. Essen und trinken so viel wir wollen. Mehr oder weniger. Aber in diesem einen Monat müssen wir das, was man sonst so sehr genießt, etwas zurückfahren. Es ist ein Monat, wo wir uns eher um die Seele kümmern als um den Körper. Ich meine, die ganze tägliche Routine ist anders. Das Schönste am Tag ist ja zwischendurch immer mal wieder was essen und trinken. Einen Kaffee trinken. Oh, wie sehr ich es vermisse. Aber die tägliche Routine wird auf den Kopf gestellt. Aber es ist ja noch mehr. Es geht ja nicht nur um Essen und Trinken. Wir sollen ja daraus eine Lehre ziehen. Wir sollen ja lernen, in diesem Monat die Grenzen Allahs zu achten. Und wir lernen, dass man sie am ehesten achtet, indem man weit davon Abstand nimmt. Ich meine, warum enthalten wir uns des Essens und des Trinkens, was ja an sich nichts Schlechtes ist? Im Gegenteil, es ist was Gutes und was Notwendiges. Aber das geschieht ja mit der Hoffnung, dass wir, wenn wir einen Monat lang trainieren, uns von diesen guten Dingen zu enthalten, dass wir nach diesem Monat es schaffen, uns auch von den schlechten und sündhaften Dingen fernzuhalten. Das ist die Idee hinter dem Ramadan. Deswegen nehmen wir weit Abstand davon. Wir enthalten uns von guten Dingen in der Hoffnung, dass wir es danach auch mit schlechten Dingen schaffen. Und so ist es auch so, dass man in diesem Ramadan nicht nur auf das Essen und das Trinken verzichtet, sondern auf viele Dinge. Vieles ändert sich. Allgemein ist es auch empfohlen, etwas weniger zu reden, nicht mehr so locker und so viel Unsinn zu reden. Einfach nur, weil man da auch immer in die Gefahr gerät, dass man das ein oder andere Mal vielleicht etwas sagt, was man besser hätte nicht sagen sollen. Das ist der Monat Ramadan. Der Ramadan verändert viel. Er ist ein besonderer Monat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber er kommt jedes Jahr immer plötzlich. Man liest es zwar vorher immer schon im Internet, noch 99 Tage bis Ramadan, aber wenn er dann da ist, denkt man, wie, was? Ein Jahr ist schon wieder vorbei. Und so bekommt man auch kurz vor Ramadan immer wieder die Fragen, wie bereitest du dich auf den Ramadan vor? Ich meine, dieser Monat ist ja so besonders, du musst ja irgendwas machen, dich auf irgendeine Art und Weise darauf vorbereiten. Ich habe die Frage mal weitergegeben und so in meinem Umfeld gefragt, wie bereitet ihr euch auf den Ramadan vor? Und die Antworten waren in der Regel so etwas wie, ich versuche mir Urlaub zu nehmen, entweder in dem Monat oder vielleicht die letzten 10 Tage, damit ich mich etwas mehr um die täglichen Gottesdienste kümmern kann. Also Urlaub, einkaufen, es ist wichtig für das Fastenbrechen, bestimmte Dinge einzukaufen. In der Regel isst man da vielleicht etwas anderes als sonst außerhalb des Ramadans. Man muss sich auf Gäste vorbereiten. Viele erwarten, besonders in diesem Monat, Gäste. Allgemein versucht man vielleicht manchmal, Dinge zu erledigen, von denen man sagt, damit möchte ich im Ramadan nichts zu tun haben. Das sind so die üblichen Vorbereitungen, das habe ich oft gehört. Aber das ist irgendwie nicht das, was man mit der Frage verbindet. Wie bereitest du dich auf den Ramadan vor? Dann versteht man eher was Spirituelles, etwas Seelisches, etwas, was mit Gottesdiensten zu tun hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich lasse den Monat, was das betrifft, einfach auf mich zukommen. Ich versuche diesen Monat so stressfrei wie möglich zu genießen, im seelischen Sinne zu genießen. Und ein Teil von diesem stressfreien Genießen ist auch, dass ich mich vorher nicht verrückt mache mit den Gedanken darüber, wie ich mich auf diesen Monat vorbereiten muss. Ich lasse den Monat einfach auf mich zukommen. Ich nehme mir etwas Bestimmtes für diesen Ramadan vor. Eine Veränderung. Etwas, was ich in diesem Monat mache, was ich vorher nicht gemacht habe. Das kann etwas sein mit dem Koran, dass ich etwas mehr Koran lese, vielleicht freiwillige Gebete verrichte, die ich sonst außerhalb des Ramadans nicht immer verrichte. Etwas in diese Richtung. Da nehme ich mir ein kleines Programm vor, schaffbar, überschaubar, und da sage ich mir, das möchte ich in diesem Ramadan durchziehen. Und das beginnt am ersten Tag. Erst mit dem Monat Ramadan. Tatsächlich nicht vorher. Das ist speziell für diesen Monat gedacht. Ich habe festgestellt, und vielleicht habt ihr das auch schon einmal beobachtet, dass im Ramadan einem bestimmte Dinge auch leichter fallen. 10 Tage im Ramadan fasten ist nicht wie einen Tag außerhalb vom Ramadan fasten. Vielleicht ist das auch damit gemeint, was Allah im Koran sagt, Yuridu Allahu bikum al-yusr. Er möchte für euch eine Erleichterung. Und in diesem Vers geht es um den Ramadan. Man denkt, oh, im Ramadan eine Erleichterung, aber ja, es gibt viele Dinge, die besonders in diesem Monat leichter sind als außerhalb davon. Ich beginne mein Programm mit dem ersten Tag und dann ziehe ich es durch in der Hoffnung, dass Allah mir dabei hilft. Der Ramadan ist auf keinen Fall ein Monat wie andere.
Und ich wünsche mir auch, dass wir Muslime diesen Monat auf eine besondere Art und Weise ehren. Dass wir auch dort nach einer Veränderung suchen und etwas anders machen als außerhalb davon. Das auf jeden Fall. Aber zur Vorbereitung auf diesen Monat gehört für mich einfach nur, dass ich mich vorher nicht verrückt mache mit den Gedanken über die Vorbereitung. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.